Das ist Deutschlands einzigste Bogengewichtsmauer. Die ist 260 Meter lang und 75 Meter hoch. Beachtlich. Das Wasser des Okerstausees befindet sich auf der anderen Seite der Mauer. Und wenn die geöffnet wird, klar, fließt es halt hier lang. Dann kann man sich hier auch nicht mehr so beruhigt aufhalten wie ich jetzt. Man kann da übrigens auch oben langlaufen. Von der Straße aus kommt man da wunderbar hin. Die ist zwischen Altenau und Goslar gelegen. Gibt es auch schon ein anderes Video von mir, falls ihr mal reingucken wollt. Ja, guckt euch noch ein bisschen um, ist richtig schön hier. In Altenau, ich habe euch jetzt gerade schon ein paar schöne Impressionen gezeigt hier aus der Gegend. Altenau ist eine etwas kleinere Stadt als Paunagel, aber immer noch groß genug, als dass man hier gut wohnen kann. Hier gibt es ganz viele Pensionen, ganz viele Ferienwohnungen und auch sehr viele kleine Hotels, in denen man sich einquartieren kann. Ja, hier hinten seht ihr schon, wunderschöne Natur. Man hat den Harzer Hexensteg direkt vor der Tür. Wird auch von vielen als Ausgangspunkt genutzt für diverse Touren. Man kommt hier sehr gut bis zum Torfhaus und kann dann da den Brocken hochgehen. Und da ganz hinten ist auch die Wolfswarte. Das sind ungefähr von hier aus 8 Kilometer bis dahin. Da hat man einen tollen Rundumblick. Da sieht man den Brocken, da sieht man Altenau. Also hier gibt es wirklich ganz, ganz viele Strecken, die man ablaufen kann. Altenau selber hat auch einen Rundweg, den man bestreiten kann. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, das als Ausgangspunkt zu nutzen für diverse Wandertouren, wenn man hier im Harz ist. Ja, ich zeige euch noch ein paar schöne Bilder. Viel Spaß!